Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil 3 Remake mit eurem Gurken Gustav. Wir waren stehen geblieben und zwar hier unten in dem schönen Speicherraum. Wir waren ja in der letzten Folge unterwegs nach oben. Ich wurde leider dort oben angeknabbert. Von einem Zombie, von einer Zombie-Dame. Die schien mich sehr gemocht zu haben. Und habe mich natürlich gleich dafür gerecht. Dann waren wir hier in diesem Gang drin und haben hier eine Datei gefunden. Und zwar lag hier Isaacs Tagebuch. Das hatte ich auch vorgelesen gehabt. Und wir gehen jetzt einfach weiter hier nach links. In der Hoffnung, dass der da hinten nicht aufsteht. Steht hier einer? Ja, ich habe schon gedacht, das sah so komisch aus. Okay, der steht nicht mehr auf anscheinend. So. Oh, hier scheint noch ein bisschen was zu geben. Dann wollen wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Lassen wir nicht liegen. Dann gucken wir mal hier weiter. Upp, wer bist du? Okay, du bist tot. Was liegt da vorne? Liegt noch einmal. Oh, ja, Munition nehmen wir natürlich auch mit. Ich denke mal, das können wir immer gebrauchen. Munition ist nicht falsch. So, dann schauen wir mal hier, ob es hier noch irgendwo was gibt. Hier nicht. Da auch nicht, da auch nicht. Huch, was ist das für ein Teil? Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Haben wir noch nicht. Okay, gut. Synthese? Ich muss ihn selbst herstellen? Okay. Muss Hier rausfinden. liegt noch eine Datei. Ich werde mich hier aber erstmal weiter umgucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas, was wir einsammeln können. Ja, hier draußen vielleicht. Hier ist doch. Oh, guck mal, da steht ja was. Ah, auch den sieht man aber ganz schlecht, muss ich sagen. So, da haben wir noch eine Mr. Charlie-Figur. So. Okay, dann ist hier das soweit erledigt. Aber vielleicht gibt es hier ja trotzdem noch irgendwas zum Einsammeln. Also hier nicht. Oh, hier scheint was zu geben. Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt. Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel entfernt. Ein USB-Stick. Ach, ich glaube, ich weiß schon, wo der reinkommt. Ja. Alles klar. So. Ich habe aber sonst weiter nichts gefunden, anscheinend. Ist ja jetzt echt ein Ding. Ne, anscheinend gibt es hier nichts weiter. Außer jetzt hier vorne. Na gut, dann nehmen wir hier erstmal die Datei, die nehmen wir mit. Essay zur Impfstoffsynthese. Über die Rolle von Antigenen und Adjuvanzien in der Impfstoffsynthese. Dr. Nathaniel Barth, leitender Forscher Spencer Memorial Hospital. Für die effizienteste Synthese eines Impfstoffes sind wohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich. Das Antigen produziert eine Immunreaktion, während das Adjuvans die Wirkung solcher Reaktionen verstärkt, was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt. Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert, kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen. Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet, kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden. Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvanzproben zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion. So wird eine mehr als 1000-fach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht. Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff, sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden, bestehende Infektionen zu beseitigen. Okay, also dieser komische Dr. Nathaniel Barth, den wir im Krankenhaus gefunden haben, mit einem Loch im Kopf, scheint wirklich auf ein Mittel gestoßen zu sein, wie man den T-Virus heilen kann. Und das Ganze hat er natürlich in einem Bericht verfasst. Finde ich gut.
Heißt also, da das für uns der Hinweis ist, wir können einen Impfstoff machen, denke ich mal, ist das hier die Maschine dafür, wo wir diesen Impfstoff zubereiten können. Und wir müssen einfach nur die beiden Sachen finden. Einmal dieses Antigen und einmal dieses Adjuvans und dann zusammenmischen und hier wieder zurückkehren. Also gehe ich mal ganz stark von aus. So, was ich allerdings immer noch nicht verstehe, ist, warum ist der Raum noch rot? Wir haben doch alles abgesucht, hier ist doch gar nichts mehr. Oder liegt hier noch irgendwo was rum oder so? Ich habe keine Ahnung, mir eigentlich nicht. Was soll denn das? Der will mich doch jetzt hier wahrscheinlich richtig dolle ärgern, oder? So, also hier liegt nichts weiter, da auch nicht. Und hier eventuell? Nee, hier auch nicht. Hier nochmal gucken. Da nicht und auch nicht. Ist hier noch irgendwie was? Nee, auch nicht. Da nicht, da nicht. Und da nicht. Nö. Dann kann es ja nur sein, dass es wegen dem Impfstoffgerät hier ist. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier oben soweit erstmal alles erledigt. Dann gehen wir mal unten hin, weil dort unten war ja die Tür mit dem roten Schloss vor. Und ich denke mal, da wird wahrscheinlich der USB-Stick reinkommen. Wenn wir da wahrscheinlich reinstecken müssen. Und dann werden wir das mal tun. So, und zwar hier. Zack. Und zack. Ja, das ist schön. Ich werde mal hier sicherheitshalber umzwitschen. Jo, das war eine gute Idee. Einmal. So. Wumps. Na, nochmal. Okay, nochmal. Down. Also denke ich mal, dass der hier oben down ist. Zeig mal. Boah, das sieht gut aus. Ach, da stehen ja auch noch welche. Ach, hey. Von denen kann ich es leider nicht erschießen. Dann werde ich wohl da mal hingehen müssen. Genau, komm mal her, mein Freund. Hey, wo willst du denn hin? Nicht einfach weglaufen. Bleib doch hier. Also jetzt will er mich ein bisschen ärgern, ne? Oder hat er den geschossen? Sag mal. Das ist ja ein Arschkeks. So, einmal, dann machen wir es halt so. So, dann liegt hier, wenn ich das richtig sehe, eine Datei, aber wenn wir schon mal hier sind, gucken wir gleich mal, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Oh ja, hier gibt es einmal ein Grünkraut. Nehmen wir mit. Gibt es hier noch irgendwas? Oh, Schießpulver und Munition haben wir hier. Und hier ist das andere Schießpulver, was ich gerade gesehen habe. Gut. Sehr schön, damit ist das leer, aber wir wollten ja erst, ich wollte erst oben lang gehen. Aber wir widmen uns hier jetzt erstmal die Datei. Versandbestätigung. Fracht Nemesis. Versandroute CDG.
JFK und also Raccoon City. Versanddatum 1. September 1998. Versandkategorie Fahrgut Klasse 1. Weitere Anmerkungen. Transit in den Vereinigten Staaten ist per Helikopter durchzuführen. Lassen Sie beim Abheben und der Landung extreme Vorsicht walten. Ein Schock gegen das Paket kann unter Umständen zur Eigenaktivierung führen. Wir hier in der europäischen Zweigstelle freuen uns schon darauf, Ihre Meinung und Einschätzung zu diesem neuesten Prototyp zu hören. Und sind erfreut, Ihnen dieses Muster zu Testzwecken zuzusenden. Es wurde zahlreichen Tests unterzogen und verfügt über eine unglaubliche Zerstörungskraft. Bitte lassen Sie bei einem Einsatz äußerste Vorsicht walten. Leitender Entwickler Dr. Hermann Frankel. Okay, also die haben hier anscheinend Nemesis transportiert. Und zwar über verschiedene Flughäfen, so wie es aussieht. CDG, keine Ahnung, was das für ein Flughafen ist. Allerdings der JFK ist der John F. Kennedy Flughafen. Das wird bestimmt Charles de Gaulle Flughafen in Paris sein. Weil das Ding soll ja eigentlich aus Frankreich kommen. Dann Richtung JFK Flughafen und danach Raccoon City. Was ich allerdings nicht verstehe, ist hier die Versandkategorie in Gefahrengut Klasse 1. Bei mir ist das Klasse 1, wenn man es richtig nimmt, eigentlich Sprengstoff bzw. Feuerwerkskörper und so ein Scheiß alles. Aber bei denen scheint es ja irgendwas anderes zu sein. Ich kann mich da jetzt auch irren oder so. So, dann gehen wir aber erstmal hier oben hin. Oh. Bist du tot? Oder lebst du noch? Also jetzt ist sie definitiv tot, oder? Nee, noch nicht ganz. Oder doch. Gut, okay. So, wie haben wir hier? Huch. Okay, der ist auch down. Okay. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Hier haben wir noch eine Datei. Oh, hier haben wir noch Schießpulver. Dann werden wir das Ganze nochmal kombinieren. So, zack, zack. Gibt es auch noch ganz viele Zeugs. Wieder Munition. Ach, seht mal, eine Mr. Charlie Figur. Die nehmen wir natürlich mit. Lassen wir nicht liegen. So, der Bereich ist sauber. Der Bereich ist auch sauber. Und dann kümmern wir uns mal hier um die Datei. Oder wollen wir erstmal hier gucken? Ne, wir machen erstmal die Datei. So. Okay, bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson. Ich möchte Sie offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Bio-Waffen-Synthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Bio-Waffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hoher Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Peelheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Peelheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Fall eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft auszustatten, die in der Lage sind, Peelheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Manager für Versand und Abfertigung, Gabriel Reed. Okay, also, die wollen hier unbedingt Waffen haben, damit sie sich gegen diese Peelheads zur Wehr setzen können. Falls es hier mal zu einem Ausbruch kommt. Ja, ich würde sagen, ist wohl ein bisschen in die Hose gegangen. Der Ausbruch ist ja schon da.
Da braucht man so ein Schreiben nicht mehr machen. So, sehr gut. Dann haben wir jetzt das Antigen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder nach unten. Weil ich habe hier unten nämlich eine Tür gesehen. War ja klar, dass da schon wieder einer hängt. Ja, komm. Ball runter. Und? Down? Sehr schön. Also wenn man den mit der Schrotflinte in den Kopf schießt, sind sie definitiv down anscheinend. Nach 2 Schuss hat der sich schon, ja, eigentlich schlafen gelegt. Gut, ich weiß, hier hinten war noch eine Tür. Dort werden wir jetzt erstmal reingehen. Zack. Was gibt es bei ihm hier? Oh, eine Datei. Sehr schön. Gucken wir uns auch mal an. Zack. Nachricht eines Wissenschaftlers. Es ist passiert. Unser Worst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Dr. Bird hat mir befohlen, riesige Mengen des Impfstoffes herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus-Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit dem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genug Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvanzproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthesevorgang ab. Versuche einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Okay, also dieser gute Professor hat schon, oder Wissenschaftler hat schon probiert, ein Antivirus herzustellen oder war gerade dabei. Ist anscheinend leider gestorben bei dem Versuch. Was sagt uns das? Dass uns wieder mal alles an uns hängen bleiben wird. Na gut, dann machen wir das. Oh, hier haben wir einmal Schießpulver, sehr gut. Dann werden wir mal dafür sorgen, dass... Wer bist du? Hast du auch was? Du hast nichts. Dann werden wir mal dafür sorgen, dass wir auch das Antivirus zusammengebastelt bekommen. Oh, sehr schön. Ein Rotkraut. Das können wir wieder kombinieren. Zack. Dann haben wir schon mal wieder einmal komplette Heilung. So. Dann die Richtung. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hier unten. So. Oh, hier ist eine Riesentür. Anscheinend ist die zu. Okay, also dann ist das nicht ganz aus. Oh, da hängt eine Kiste. Die werden wir uns natürlich holen. Meistens ist da was sehr Interessantes drin. Ne? Das muss die Stromversorgung sein. Huch, wo kommt denn der her? Oh, das war ja wieder klar. So, dann schauen wir uns hier erstmal an, was hier drin ist. Ein Heilspray, sehr gut. Nehmen wir natürlich mit, lassen wir hier. Ich denke mal, das hier soll bestimmt die Stromversorgung sein. Machen wir einfach mal rein. So. Sehr gut. Und damit ist das Licht hinten auch grün geworden. Dann war das wohl richtig. Okay, dann werden wir mal hier rangehen. Zack. Was ist denn hier alles Schönes? Das sieht aus wie... Das sind Tyrants. Tatsache. Tyrants mit, ja, komischen Köpfen. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir Hunter. Haben die hier etwa produziert? Das will ich nicht hoffen. So, dann gucken wir mal hier noch. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann können wir wieder was mischen. So, zack. Noch mal ein paar Brandgranaten. Brandgranaten kann man immer gebrauchen. So, dann geht's hier hoch. Zack. Ich trau hier den Spiel nicht. Wir sind viel zu gut durchgekommen gerade. So, was ist der? Was ist da? Und guck
Fackeln, ob hier irgendwo noch was liegt oder was ist. Ja, da vorne ist noch ein Kistchen. Wow. Oh, Scheiße. Na, kommt hier noch einer? Hm, weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal an das Teil hier. Guck mal raus, was da drin ist. So, Sprengstoff B haben wir hier drin. Ja, das ist klar, dass du jetzt noch aufstehst. So. Nun nicht mehr. Jetzt gucken wir mal weiter, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Oh, auch sehr gut. Auch sehr gut, auch sehr gut. So, und zack. Irgendwas scheint es hier noch zu geben. Da nicht noch was. Aber auch. Oh, hier kriegen wir auch noch was. Reagenzglas mit Flüssigkeit. Eine Adjuvanzprobe kombiniert mit einem Antigen verstärkt. Immunsystemreaktion. Cool, okay, dann haben wir das auch. Und dann können wir das nämlich, wenn wir das richtig gelesen haben, einmal kombinieren. Und damit haben wir jetzt einen Rohimpfstoff entwickelt. Was wirklich sehr gut ist. So. Oh, hier liegt noch eine Datei. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankel, bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrants einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu dieser Abweichung von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass für jedes Virus auf der Erde ein effektiver Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genug Proben vorausgesetzt natürlich. Können Sie jedoch dasselbe von oder über Parasiten sagen? Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen, aber hier in Amerika wissen sie es besser. Aber mir fällt ein, dass sie ja einen Abschluss in Wissenschaftslehre besitzen. Also haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Mit freundlichen Grüßen, Nathaniel Barth. Hier hat dieser Dr. Nathaniel Barth nochmal seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht, ob das jetzt so gut wäre, ein Parasit in so ein Monster einzubauen oder einzupflanzen. Tja, man hat's getan. Ich werde jetzt aber erstmal mal die Waffen wechseln. So. Oh, genau, einmal auf Brandgranaten umstellen, sicherheitshalber. Ich weiß nämlich nicht, was hier jetzt noch kommt. Was ich doch ehrlich gesagt so ein bisschen makaber finde. So. Okay. Zack. Ich habe so die Befürchtung, dass hier gleich irgendwie ein Hand daraus gesprungen kommt. Aber vielleicht sollte ich doch lieber die Explosivgranaten dafür nehmen. Autsch. Oh nein, schon wieder gestorben.
Viele doofe Hunter. Also wirklich. Dann probieren wir das Ganze nochmal. So, weiß ja nicht, wo er zuletzt abgespeichert hat. Jupp, er hat hier zuletzt abgespeichert. Okay, dann werden wir das hier wohl noch mal tun müssen. Aber ich werde jetzt das Ganze nicht noch mal vorlesen. So, da kamen jetzt gleich ein paar Zombies raus. Sprengstoff B. Hier rein. Und dann lag hier vorne noch einer. Gut. So, dann haben wir hier noch was. No. Und dann hatten wir das Ganze einmal kombiniert. Ja. Okay, dann haben wir das noch. Und dann hatten wir ja gesagt, hier das. So, dann haben wir hier soweit alles. Und einmal kombinieren. Zack. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir uns ein bisschen besser bei diesen Huntern anstellen. Ich würde sogar sagen, ich werde jetzt mal eine Heilung schon nehmen. Damit die mich nicht gleich wieder ausnocken. So. Ach ja, hör auf. Alter Falter, die hauen aber auch zu. Jetzt ist aber mal langsam gut hier. Jetzt stirb doch einfach. Du hässliche Krackbatze. Mein Gott, nee. Eieiei, die können aber auch viel einstecken, die Jungs. Mann, 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 Mann. So. Okay, jetzt haben wir auch dieses Antigen hier. Oder den Rohimpfstoff. Den haben wir ja zusammengemischt. So, es ist aber unser Granatwerfer leer. Hm, na toll. Ich denke mal, wir sollten uns jetzt in den Raum noch schnell begeben. Wo wir das Ganze zusammenmischen können. Und das war ja... Ich weiß, hier oben. So. Und dort gehen wir jetzt mal hin. So. Und dann stellen wir das Ganze mal hier rein. So. Zack. Oh Gott. So. Okay. Nicht so vielleicht. So. Ach so, okay. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche.
So, und damit haben wir unseren Impfstoff. Yeah, sehr schön. Nehmen wir mal das Ganze raus hier. Doch, nö, jetzt ist er ja schon wieder hier auch. Ja, schnell weg hier. Ich denke mal, es hat einen Grund, warum das Ding hier auf ist. Ja, jetzt hat er mich noch gepackt. Krabbel, Jill, krabbeln. So, also wenn der jetzt nicht tot ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann schauen wir mal hier, was hier alles so Schönes gibt. Da haben wir den, da haben wir das. Oh oh, ich ahne Böses. Hier ist einer Stoff. Halt für Heilung, dann gehen wir auch weg. Ach, und dann gibt es hier noch einmal Sprengstoff für B, für das. Okay, ja. Dann werden wir einmal so machen und das Ganze so kombinieren. Genau. Die nehmen wir mit, würde ich sagen. Das packen wir dahin. Das packen wir dahin. Einmal hier an die Kiste ran. Das kann weg. Brauchen wir jetzt nicht. Dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Haben wir noch. Oh, Magnum-Munition haben wir auch noch. Wenn man so viel Munition kriegt wie jetzt gerade, dann würde ich sagen, steht uns ein Bosskampf bevor. So, zack. Und zack. Nee, halt, stopp. So geht das ja gar nicht. Das müssen wir so machen. So, einmal die Magnum nachladen. So, den packen wir auch weg. Ich würde mal sagen, ah, die Pistole hat hier irgendeinen Wert. Nee, ich glaube nicht, dass die Pistole hier irgendeinen Wert hat. Deswegen werden wir die einfach mal wegpacken. So, aber ich denke mal, den Rest könnten wir soweit behalten. So, dann werde ich mir noch eins, zweimal Heilung noch zusätzlich einpacken. Und die Schrotflintenmunition. Nur aus sicherheitstechnischen Gründen. Und dann noch die Brandgranaten. Zack. Die Minengranaten, denke ich mal, werden wir hier nicht gebrauchen können. So. Dann machen wir einmal so. Zack. Und dann würde ich sagen, ich speichere hier jetzt erstmal. Und werde den Part hier beenden. So. Einmal speichern bitte. Sehr gut. So, ich werde jetzt diesen Part hier beenden. Bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen angenehmen Nachmittag und sage bis zum nächsten Mal. Euer Gurken Gustav. Bye, bye.